Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Ich hätte euch ja angedroht, hätte ich fast gesagt, dass ich mal Mensch und Natur besuche und wir uns mal seine PV-Anlage angucken mit Speicher und allem drum und dran. Und ja, hat jetzt sich ein bisschen verzögert, weil war ein bisschen scheiß Wetter, ich hatte nicht immer Zeit und so. Jetzt ist schönes Wetter und ich düse jetzt mal zum Nico und ja, gucken wir uns mal seine Anlage an. Bis gleich. So, dann überraschen wir mal Nico. Der hat gesagt, ich soll nämlich klingeln oder anrufen. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig. Das Tor ist schon offen. Kriege ich das auf? Ich kletter drüber, dass er nichts hört. Einhändig. Uiuiui. Scheiße. Schwenken wir um. Da läuft ein Staubsauger oder irgendwas. Schleichen uns mal an. Na? Habe ich mich angeschlichen, du? So klingeln hätte ich ihn nicht gehört. Na, hallo, mein Guter. Ich dachte mir, ich schleiche mich mal an, ich gucke mal, was er macht. Ordnung hat er gemacht. Schön, ne? Aber hoffentlich nicht extra für mich. Na, hier im Eingangsbereich, ja. Tatsächlich hatte ich den Gedanken, ich werde mal den Dreck wegmachen. Ja, hier ist doch zum fies Abstaube. Jo. Guck mal, hier ist schon das Modul, was wir auch haben. Ja, das gucken wir uns jetzt gleich alles mal an, ne? Zum Warmgetränk? Ein Warmgetränk? Nee. Cappuccino? Nee, danke. Nee, 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 nee. Alles gut. Joa. Wir können ja hier schon mal ein bisschen spähen. Na, guck mal, hier oben ist irgendwie da. Der Wirbel. Ach, puh. Ja. Alter Schwede, du hast ja. Du hättest mal heute Nachmittag, heute Mittag hier sein müssen und Mittag drin. Du hast. Also, Punkt 12, da haben ja die Kabel liegen. Da musste ich hier keine große abschalten. Okay. Overload. Naja, aber die Sicherung hier drin wird ja nur für 50 Ampere ausgelegt. Ach so, durch das neue Panel. Naja, das war 48 Ampere, hat mir gezeigt. Ein Einspeiser, wenn der an eine Batterie angebunden ist, dann nimmt der Maximum 700 Wattstunden. Ja. Hast du nicht weggekriegt? Nicht mit einem Kilowatt. Nicht weggekriegt. Nicht weggekriegt. Ja, moin. Von zu wenig Strom und Strom bezahlen ist jetzt scheiße, ich muss abschalten, zu viel. Ich brauche auch. Ja, wer hat lachen, ihr klappt das nicht, ne? Ich brauche jetzt auch einen neuen Einspeiser. Ja, entweder. Ich weiß nicht. Entweder schalte ich hier alles an, aber Logik dahinter, das hat mit Gier zu tun. Also, das ist schlecht. Schalte lieber ein Panel ab oder nicht. Ja, ich werde es so machen, ich knall es meinen Leuten auf den Zähler, was ich zu viel habe, wisst ihr? Ich habe schon überlegt, für den Sommer hier nochmal ein extra kleines Einspiel, so ein Mikro. Ja, genau, schon gut. Die Krittdinger, die kriegst du für 80 Euro. Direkt ans Modul, zum Beispiel, oder auch an der Batterie. Und
da, du hattest mich ja gefragt, das können wir gleich mal ein Video machen. Mit so einem, wenn du dir so ein Kit holst, holst du dir einfach eine Zeitschaltuhr von der Steckdose. So hier. Und da schaltest du dir. Genau. Genau, du hast ja schon. Genau. Fertig. Da hast du die komplette Regelung. Der schaltet sich dann mal fünf an und dann. Und dann müsst ihr halt gucken, wann eure Module Power bringen. Dann stellt ihr die Zeitschaltuhr ein und fahrt schuster. Like eine Stunde macht ihr noch Minus, dass ihr ein bisschen Plus habt. Und das ist die komplette Regelung, ihr wisst. Eine Zeitschaltuhr, ihr wisst nicht. 5, 20, 10 Euro oder was sowas kostet. Aber jetzt zeigt er doch was an hier. Ja, aber der zeigt dir die Voltzahl an, aber die Amperes sind nicht richtig. Sind nicht richtig. Also der zeigt jetzt auch an, dass er rausnimmt, obwohl die Batterie geladen wird jetzt. Weißt du was, ich habe noch ein bisschen überlegt, du den abends mal abschalten. Ich habe den schon mal eine Stunde rausgehabt und dann wieder angemacht. Bringt doch nicht. Ja, immer noch. Ja, wenn du noch Garantie hast, dann zurück. Ja, fertig. Chip zurück. Ist halt, wer weiß, Chip irgendwas, wer weiß. Da geht ja noch. Hier, jetzt habe ich den Einspeiser ausgemacht, zeigt er. Der zeigt ja schon die richtige Wattzahl an, aber der zeigt an, dass das gerade entladen wird. Aber die Batterie wird gerade beladen mit. Hä? Aber vorher hat er es richtig angezeigt. Ja, da hat er den Richtungswechsel richtig angezeigt. Da hat es irgendwas zerknallt. Also, falls da jemand eine Ahnung hat, dann kommt da. Aber eigentlich können wir, du hast noch Garantie, da brauchen wir nicht rumschrauben. Das wird zurück, entweder neu oder Kohle zurück. Und fertig. Und was hast du, was ist das hier noch? Ja, das ist die Anzeige vom Wechsel. Ach so, das ist so eine. Der jetzt das Hausnetz betreibt. Also mal grob, das ist der Laderegler. Das ist ne? Der Laderegler. Ne? Genau. Das ist der Wechselrichter. Also ne, für dein Netz. Der normale, für mein Hausnetz. Genau. Und das ist ein Gegenspeiser. Ja. Genau. Über die Zeitschaltuhr hier. Ja, bei den über genau. Überstrom. Ja. So, und ins wo? Ins Netz einspeisen. Ins Vereins? Ja. Ins Netz für die Nachbarn. Und wo hast du denn das Herzstück versteckt? Herzstück? Ja, na. Der Speicher. Ach, der Speicher. Der Speicher, meiner. Guck dir mal hier, guck mal. Ordentlich eingepackt. Das war noch vom Winter, oder? Obwohl, nachts ist jetzt noch kalt, ne? Naja, damit die nicht so schnell runterkühlen nachts, ja. Naja, das habe ich auch bei mir. Das hört aber auf. Das ist aber nur bei der hier, bei der ist das. Da hab ich das selber gemacht. Das meinte der wahrscheinlich auch damals mit die Gas ihn zu stark, oder? Kann das sein? Weil ich hatte das ja alles sauber gemacht und jetzt läuft die ein Vierteljahr knapp. Ja, das ist. Also bei mir war das auch, ist das auch. Die Klemmen, wenn wir uns die mal angucken, ne? Hm. Ich denke, das liegt an den Klemmen. Ich habe auch schon überlegt, die Verbinder mal neu zu machen. Weil ich hatte die, ich hatte mein Ohr so gute, da passiert fast nichts. Und da hatte ich auch mal so eine verwurstelte Klemme und da ist das. Das ist wahrscheinlich das Kupfer, was ich hier auflöse. Es ist ja auch blau, Kupfersulfat. Ja, das ist das Kupfer, was ich auflöse. Also wahrscheinlich kommt hier minimal Säure oder was wir auch nicht wissen. Kann ja sein, dass hier immer mal Säure drüber geschüttet oder umgekippt. Das weiß ja alles nicht, ne? Aber hier so ziemlich einfach, hier würden ja Kupfereisen. Reichen. Hatte ich auch gedacht. Zwei, einfach hier so ein Kupfer. Wie bei meinem Auto. 20er Kupferröhre platt drücke. Genau, fertig. Noch durchbohren. Da hast du. Das ist ja auch nicht viel hier. Ja, das könnten, glaube ich, neue Kabel lösen, das Problem. Ich habe es halt nicht gemacht. Da kann ich jetzt, wenn ich will, jetzt sind Beete dran. Beete parallel. Und ich kann die auch umschalten. Falls ich jetzt nur eine einzelne mal durchblasen will. Hier oder was? Na, wenn ich die durchblasen will, kann ich dann umschalten auf die. Ja, aber die ist doch gar nicht angeschlossen. Ach nee, hier! Oh, ich hab's gar nicht gesehen, Jungs! Ich dachte, das ist ein leerer Pool. Ich habe hier oben gar nicht geguckt. Jawohl! Alles klar, Junge. Ach so, ja. Du kannst die hin und her schalten. Ich kann die einzeln durchblasen oder zusammen, je nachdem. Ach so. Na gut, das sind doch schon nicht dumm, ne? Ja. Ach, jetzt hast du so einen Umschalter. Ich habe noch überlegt, ob ich den Innenwiderstandsmessgerät mal mitbringe. Zum Testen, da dachte ich mir, wenn die Anlage, wenn alles läuft, bringt es eh nicht. Ja, du hast aber einen Umschalter. Ne? Ich hätte nicht denken dürfen. Ja, aber ja. Die läuft ja jetzt schon, die hier hinten, die läuft ja schon ein halbes Jahr, oder? So, oder Viertel. Seit Dezember. Seit Dezember, gut, ha, cool. Jahr. Schön. Und jetzt mit der Temperatur wird die ja besser. Hast jetzt noch mehr Kapazität, wenn es wärmer wird. Ja. Ne, wenn die kalt sind, Blei ist halt wie bei Lithium, wie bei allem, ist halt nicht optimal.
Also im Winter habe ich mit Ach und Krach 8 Kilowattstunden drin gekriegt. Ja, da kriegst du die Hertz bestimmt. Da war die Anzeige schon bei 13. 3? Gut, man muss halt nur sagen, irgendwann verbraten die halt nur noch die Energie, ne? Aber... Ja, wenn ich jetzt den Einspeiler ausmachen würde, dann würden die auch wieder anfangen. Hey, jetzt fällt mir das gerade mal auf. Verloren. Die ist ja kleiner wie die. Ja. In der Höhe. Na, die Zellen gehen auch nur bis hier. Was hat denn da überhaupt? Weißt du das? Das war 270 Ampere Stunde. 270? Die hat 220. Mann, der ist ja auch viel breiter ist er ja. Oh, ja, guck die Zellen mal. Die sind kürzer und breiter, ja. Weil meiner ist, glaube ich, so. Und das ist mir ganz schön aufgefallen. Den hat man ja, in Chemnitz, ne, oder? Nee, Chemnitz irgendwo geholt. Bei Mittweiler in der Nähe. Ja. Den haben wir gemessen. Tipptopp. Ne, natürlich hier, ihr seht's, die Gas, also das, da geht, kann nur noch besser werden. Weil das sind ja alles Übergangswiderstände. Ja. Ne, wenn jetzt die Kabel, wenn das alles ordentlich ist. Wobei die Verbindung wird hier schon passen, ne? Passt. Du hast es ja sauber gemacht und so, das wird schon passen, aber das frisst sich jetzt halt auch rein. Ne? Aber schön, dass der, da freue ich mich. Krass. Läuft. Subi. Naja, ich habe ja, bei mir kommt der jetzt Öl. Ich habe jetzt Öl erweitert. Ich habe jetzt meinen Öl komplett. Ne? Naja. Gut, da haben wir also Speicher und Dings haben wir schon mal und jetzt, achso, ja, mit Gegenspeisung und Netz normal brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Mich würde jetzt viel mehr interessieren, deine ganzen Module, dass wir uns die mal anklötzen. Aber die, du hast ja auch Bahn auf dem Dach, ne? Ja, dann muss man auf dem Dach. Ach nee, wir können auch hochklettern, ich habe die Actioncam mit. Ja, gut. Ja. Da wechseln wir dann. Ah, hier, guck mal, hier ist das. Was du abgeholt hast. Ich habe vor einer Stunde ungefähr in die Position gebracht. Sonst hast du flach oder was? Also bis 15 Uhr lasse ich die immer in die Richtung zeigen, weil die Sonne ja dann. Und dann geht die Sonne ja rum und runter. Ey, aber das hast du. Ist auch schön geworden hier, ne? Ja, das, halt das gefällt mir das richtig. Ich habe es selbst im Video schon gesehen. Ja. Aber schick. Not. Mit dem Split ist mir eingefallen, als ich mir im Winter über in der Schmierepump hier immer hingepackt habe. Das Schöne ist, Nico, du weißt das vielleicht nicht, aber ich werde mir, du weißt, wie viele Zuschauer es gibt, die sich so freuen, wo du gepostet hast, Avalon geht wieder los. Ja, das ist so geil, Digga. Wirklich, ohne Scheiß. Nee, wirklich, ist bei mir auch so oft, kommt das nicht rüber über YouTube, weißt du. Aber der Johannes Fluxi hat ja in der Dings geschrieben, dass er es übelst geil fand, wo du damals auf die Insel bist und so. Ne? Das kommt ja so oft nicht an. Ich fand halt Nico seinen Garten, wo ich, das war noch in Brandenburg, das war Wahnsinn. Da hast du einen Platz geschaffen. Ne, ich saß ja da an deinem Teich, ich werde es nie vergessen. So, Wahnsinn, wirklich ja. Balsam für die Seele, wirklich. Da musst du mal jetzt hingehen. Wisst ihr, was ich... Garten gibt es ja immer noch. Gibt es den noch? Na klar. Naja, weiß nicht, ob da noch... Der Micha, der hat ja damals gesagt, der macht den weiter und lässt doch die Bäume alle... Ach so. Hm. Aber weißt du, was hier noch fehlt? Ein Teich. Und ein Schild. Ab hier barfuß. Ja. Na, bloß hier ist barfuß so eine Sache, weil... Noch nicht so. Okay, kommen war der ganze Garten voll mit Dornen gewachsen. Ja. Mit Himbeeren und Brombeeren und Rosen und... Ja. Du hast ja hier schon viel gemacht. Ne? Vorher, wie gesagt, Nico hat es jetzt gerade gesagt, da war das hier ne? Wahnsinn. Also ich denke mal, das nimmt ja lange hin und dann haben wir ja ein neues Avalon. Ja, oder? Warte mal noch 2 Jahre. Dann, Nico. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit wie früher. Ne? Ja, aber... In der Geldmaschinerie drin bin erstmal... Da wäre es aber wieder mehr Möglichkeiten. Genau. Na, ich bin halt noch dabei, diese Geldmaschine zu erforschen. Ja, das muss auch mal sein. Da muss man, wenn man da immer drin ist, das ist auch wie eine Sucht. So Kaninchenbau. Du musst bis zum Ende durchjuchen. Und das mache ich gerade. Kostet zwar richtig Kraft und Energie. Muss mich ja nur mal angucken, wie ich jetzt aussehe und wie ich vor 3-4 Jahren ausgesehen habe. Also das ist jetzt schon richtig eine Materie, aber. Jetzt bin ich im Moment an so einem Punkt angekommen, wo sich das alles so dreht und wendet. Wo mir mental so,
ja, nicht ideal ist, aber ich bin über den Punkt weg, wo ich mich selbst bemitleide, dass ich so viel... Nee, na, das ist sowieso, das ist gut, das ist gut. Sieht man ja auch hier. Ja, na, das könnte ich mal nicht so leisten, ne? Wenn ich nicht so ein Einkommen hätte, wie ich das momentan habe. Ne? Na gut, musst du aber auch machen. Ist ja nicht nur das Einkommen, ne? Der Wille, der Gedanke, ja, das muss ja auch. Das muss man mit dabei sein. Hier haben wir das E-Modul, das habt ihr ja schon gesehen, das ist 450 Watt. 450 WP. Hm? Wartet. Bifizilar. Ne? Weißt du, wo der Begriff herkommt? Ne. Bifazial. Von Bi und von Face. Zwei Gesichter. Zwei Gesichter. Also vorne und hinten. Und was ist denn das Modul dahinter? Ja, das ist auch so eins. Auch Bifizilar? Bifazial. Bifazial, ja, ich bringe das immer durcheinander. Bifacial. Aber das sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, das ist ein bisschen kleiner, das hat nur 390 Watt. Das sieht man jetzt irgendwie. Kann ich auf die Leiter hier? Ja, genau. Nee, die hängt ja an der Glasscheibe. Da musst du. Ja, du kannst. Willst du das riskieren mit deiner Glasscheibe? Mit Gefühl. Mit Gefühl? Ach du Scheiße, aber da. Wie wiegst du? 70, 60, 70. Ja. Ich weiß nicht. Obwohl, ich kann doch hier hoch, wartet mal. Kannst du oben durchs Fenster? Ach nee. Das ist doch Sportlicht. Ach du Scheiße, ist das warm. Ai. Hier kannst du Sauna machen. Ja, das ist ja auch so kühl da oben. Also ich würde mal sagen, das sind bestimmt schon, weiß ich nicht, 50 Grad oder so. Okay. Also das hattest du schon. Und das hat wie viel Watt? 390 WP, aber da ist die Rückseite nicht mit eingerechnet. Hier bei der, bei die 455 WP, da ist die Rückseite schon mit drin gerechnet. Mit Ach, ist doch Band. Schon. Naja, das hat also im Grunde genommen hat genauso viel wie das auf der Vorderseite. Ja. Also das war deswegen, was der Toni gesagt hatte. Deswegen kam bei ihm mehr, als was hier drauf stand, weil die das nicht eingerechnet haben. Ja, sind die vom Toni, da hat er mir damals eins mitgebracht. Ja, hier ist schon. Ist hier ein Balken? Ne, ich bleib hier. Hier ist nur. Ja. Also können wir. Ja, gut, das blende ich dann im Video nochmal. 390, 450, wobei das natürlich nur bei optimal Ausrichtung, Bedingungen, blablabla. Und dann hast du ja da oben noch welche. Ja, können wir mal hochnehmen. Kommen wir da hoch? Pass auf, da wechsel ich mal auf der Action Cam. Ja, nicht, dass ich hier runterfalle. Und dann führe ich hier immer eine Liste jeden Tag. Mhm. Das ist von gestern, die 147,8. Und dann rechne ich immer wieder aus, wie viele waren am Tag. 4,7? Gestern, ja. Krass. Ich hatte, glaube ich, 2. Und dann habe ich den Wechselrichter hier, weil ich jetzt verbrauche tagsüber. Ja. Das war gestern natürlich mehr, 2,4, weil ich den ganzen Tag gedudelt hat. Ja. Ja, und hier in der Woche siehst du ja. Nee, warte mal, dann sind es ja 7 kW oder was? Was insgesamt reinkam. Genau. Ja, moin, 7 kW. So, und was würde ich jetzt sagen? Das ist jetzt aktuell, ne? 25 Volt, 25,8. Ja, nee, das Panelspannung 37 und hier sind die Watt 0,52 Kilowatt. Also ein halbes kW kommt jetzt noch. Ja. Okay, halbes kW. Und wo, ach so, das ist Panelspannung. Na, jetzt gerade Batteriespannung 26 und 19 Ampere, weil ich so rumfließe. Gehen noch rein. Mhm. 26. Na gut, da ist er noch aber noch nicht ganz voll, oder? Mühe. Na, ich hab den jetzt mal ausgemacht. Wenn ich den jetzt mal auch ausmache. Dann geht halt so alles jetzt, in die Batterie. Dann haben wir jetzt sozusagen die Realspannung ohne Last dran jetzt. Hier. Ja, oder hier. Nimmst du. Ja, umschaltet. Das ist Modul wahrscheinlich. Ja. 26,7. Ja gut, da steht jetzt halt 26,8. Na gut, das schon. Ja, der ist ja nicht richtig. Ah. Ja, echt. Ah.
Also das sind 70 Euro, die hätte ich mir sparen können. Boah, 70. Ne, hier hat schon einen Link geschickt, einen 20 auf Amazon. Und auf Ali, das kann ich ja in die Beschreibung nochmal hauen, den Link. Auf Ali schlüpft 7 Euro oder so. Hm, ja, ja. Das werde ich mir mal bestellen. Ich gucke nochmal, der Achim hatte das von Ali. Der hat die auch bei Ali bestellt und getestet und die funktionieren auch und die sind wesentlich billiger. Sind dieselben. Jetzt zeigt das richtig an. Jetzt geht's oder was? Jetzt, wenn der rote Pfeil ist, nee, doch. Okay, warte. Ja. Ach du Heimatland. Deswegen habe ich mir das Ding ja geholt. Weil ey, du hast mehr Technik wie ich. Weil du jetzt das, die Signale per Bluetooth jetzt noch ein Tablet schicken kannst auf der App. Ach so. Ja. Hier siehst du jetzt, wird die Batterie geladen mit 28 Ampere. Aha. Na gut, jetzt sagt er 83%. Bisschen geht noch rein. 26,5. Ja, das hat halt gestern und vorgestern hat das alles nicht hingehauen. Da. Da hat der Laderegler hat irgendwie 600 Watt gemacht und das hat aber nur 1 Ampere angezeigt. Aber komisch, dass jetzt wieder geht. Das muss doch. Jetzt mach ich mal den wieder an, den Heizspeiser. Jetzt müsste die Zahl ja gleich runtergehen. Welchen? Ach, das war jetzt nur Batterieladung. Ja. So, und jetzt zieht der Einspeiser an, jetzt sieht die Zahl schon runter. Hm? Jetzt sehen nur noch 198 in der Batterie drin. Ja, siehst du, und jetzt dreht es sich wieder um. Jetzt aber nicht mehr, guck. Ja. Jetzt hat er es wieder gerne. Ja, das pendelt mal so, wie gerade lustig ist. Hm. So habe ich das jedenfalls beobachtet. Vielleicht liegt das an dem Schand. Keine Ahnung. Hm. Ach, typisch nicht. Das da irgendwie. Ah, jetzt geht's. Jetzt wird die Batterie geladen. Das ist ja so ein bisschen doof dargestellt. Rot. Mit Rot. Das ist eigentlich grün. Ja, grün oder blau. Ja. Also, ja. Rot ist ja böse, Entnahme. Rot ist immer aber genau. Ja. Da ist schon so viel Grün hier, da haben sie sich gedacht, dann machen wir nicht noch ein bisschen die Farbe der Liebe. Ja, hier sieht man das auch nochmal. Achso, guck mal, ah ja, hier hast du das Ding. Das sind die Werte vom Einspeiser, was da heute eingespeist hat. Nur heute? Ja, ja, ja. Ja, nur in 4 kW. Alter. Na ja, gut. Ja, krass. Na, der läuft ja schon so. Ach, das zum 8. Ja, aber krass, ey, 4 kW. Da schlägst der... Fast meine 1 kW. Ey, wenn ich daheim bin, filme ich mal meine 1 kW Anlage hinten, was da auf dem Zähler steht. Wir haben jetzt 4,1. Das ist erstmal Nachmittag. Das ist ja, ist er jetzt noch? Da kommt doch noch was. Ein bisschen kommen. Wie gesagt, der zieht ja eine Energie jetzt aus der Batterie. Ne? Ey, vielleicht? Na, im Moment nicht. Im Moment, also, wenn hier noch Sonne ist, kriegt er seine Energie direkt. Ja, wenn wir jetzt mal sagen, 1, warte mal. 450, 309, da wären wir bei, was hat man gesagt, 840. Plus oben nochmal 800, ne? Also 1,6, ich würde das eine Panel mal abziehen, 1,4. Und meine Anlage hat 1 kW, da gucke ich noch mal, ob ich, oh, weil ich schluppe mehr wie 5, ich gucke jetzt auch nicht immer, ne? Aber... Ich denke, das ist vielleicht ein gutes Ding, dass er mal sieht, das ist ja eine Parallelanlage, wahrscheinlich noch ohne Blockdioden. Das heißt, da geht noch mehr mit Blockdioden, die jetzt bald reinkommen. Und da kann man mal sehen, ich rechne die Prozente und so mal aus, ob du die Reinschaltung bei mir schlägst. Ich sag ja. Dieses Jahr mein Höchstwert sind 5 Kilowattstunden. 5 Kilowatt. Also ich glaube, ich hatte im Video gesagt 4, 8, ich glaube 5, wo sein? Ich glaube 5. So ungefähr. Das ist krass, dass du auf die Werte kommst. Das ist schon. Mhm. Zumal du ja noch 1 kW selber genommen hast. 1,4 an dem Tag. Ja. Also eigentlich sind es 6,4. Ja. Also schlägst du meine Anlage hinten auf jeden Fall. Und da seht ihr das auch mal parallel. Auch wenn die Blockdioden fehlen, schlägst du schon die Reinschaltung. Das ist lustig, das dann ja. Ich dachte immer hier, die Runden, die da im Kasten mit drin sind, die Bypass. Ja. Wie ich das mitgekriegt habe, sind die halt nur sinnvoll für eine Reinschaltung. Ja. Sonst brauchst du nicht. Ja. Naja. Wieder schlauer.
Oh nein, was ist denn das? Ein Mythos. Ein Mythos? Schweizer Bier. Ich stecke hier so Parallelmythos rein, Batteriemythos und Nico hat Mythosbier. Da kann ich ja nicht nee sagen. Will ich ja gar nicht. So, wir bauen uns noch ein Bierchen rein. Dann schlafe ich 24 Stunden, dass ich nicht unter Alkohol ein fürs Auto fahre. Und dann mache ich wieder heim. Ne? Puh, dafür ist die lange Leiter hier. Mach keinen Scheiß. Die ist ja bald zu lang, du. Ah, die ist bestimmt für die Bäume, Kirschen abnehmen und solche Geschichten. Ja, eine Leiter für alles. Einmal alles. Jetzt tun wir hier noch klettern. Warte mal, nee, ich darf nicht von vorne sprechen. Sag du mal was? Hallo? Hallo. Mal sehen, ob das ein Video. Ich sag, hörst du nur halb so laut? Was ist denn das Mikro? Ich glaube hier, an der Seite. Ja. Und hier. Ja. Oder hier oben, ich weiß es auch nicht. Stereo-Mikro, ja, das sieht schon so aus. Ich weiß es nicht. Nee, hier ist nichts. Nee, hier ist nicht. Hier ist noch was. Ach, da oben. Siehst du, das war bei der Hero 3 ist links und rechts. Mhm. Hm. Naja. Ein Geschenk, ein Gaul, ne? Voll mir unauffällig. Ja. Also wundert euch nicht hier, ne? Hier ist noch ein bisschen Baumaterial. Wie gesagt, der Nico ist auch am Renovieren, Bauen und alles mögliche. Oh nein, guck mal, hier ist ein Dachziegel, hat einen Riss. Scheiße. Hier ist ein Riss. Ja. Ist da noch überlappend? Solange er da oben ist und nicht unten drin. Ist noch überlappend, wie geht's? Ah, das ist so ein ganz alt, da müssen wir vorsichtig laufen, die kenne ich auch noch, die Dächer. Wenn du jetzt hier springst, dann zerplatzt. Da müssen wir ein bisschen akrobatisch. Ach, guck an, du hast wo die Esse, machst du wo Sommer zu hier gleich? Machst du im Sommer über zu die Esse? Ja. Auch nicht stimmt, ne? So, jetzt kommen wir hier mal. Oh, was ist denn hier? Hier ist doch. Ja, das habe ich gleich geschrottet, aber gleich. Ach so, das war mal umgekippt oder was? Ja, das habe ich dann mit Sekundenkleber gekittet. Ja. Geil. Geht das noch? Das geht noch. Alter, das ist ja volle Spider-App. Ja. Alter. Das merkst du kaum. Na, oder? Geht noch, ne? Ja. Dass das im Winter nicht gesprungen ist, krass. Ne, seht ihr mal, geht noch. Ich glaube, das können wir fast aus der Rechnung rauslassen, oder? Was hat denn das? 200. 200? 200 Watt Peak. Das kleine Ding. Einzelne. Jetzt sind hier auch nochmal 800 Watt Peak hier drin. Das sind aber jetzt nicht dieselben, oder? Aber die zeigen halt nach da und das nach da. Mhm. Ist das gleiche Modul? Ja. Oh, guck mal hier. Wenn du jetzt hier so guckst, das ist wegen der Blockdioden. Aha. Ne? Die sind zu heiß geworden, ne? Naja, irgendwas. Ja, deswegen wird es mal höchste Zeit. Das glaube ich ist so Blockdioden-Geschichte. Die wissen halt, schützt vor Schaden nicht. Naja, ich glaube nicht, dass das jetzt großen Schaden. Ja, das sind ein paar Watt, die mir da finden. Ja, die Watt auf jeden Fall. Ja, aber das, wie gesagt, man kann die ja im Winter auch damit auftauen. Also dass die jetzt übel kaputt gehen, das kannst du glaube ich nicht. Und nochmal, 100 Watt war das sowas? 200. 200, dann wären das ja 600, 800. Gut, ja. Bei der. Aber das ist ja interessant, dass die so bläulich ein bisschen ist. Ja. Und die anderen drei sind alle schwarz, ne? Mhm. Jetzt könnte es natürlich schon sein, dass vom Innenwiderstand her in der Produktion die ein bisschen schlechter war oder besser. Nee, warte mal, dann ist das die beste. Mhm. Und dann drücken natürlich alle in die, oder? Nee, dann ist es die schlechteste. Nee. So rum, sorry. Also 600, ach sagen wir mal 700, naja, da hast du bei 1,5, sagen wir mal ganz grob 1,5 kW. So über den Daumen. Du bist durch. Also heute hatte der Laderegler jetzt über der Mittagsstunde 1,2 Kilowatt angezeigt, was drin gekommen ist. Und überleg mal, ohne Blockdioden. Ja. Da kommst du mit den Blockdioden, wirst du auf die 1,4. Naja, mal gucken. Da muss ich aber auf jeden Fall noch den Kabel verbreitern vom Laderegler zur Batterie, weil der war auch jetzt schon ganz schön hin. Ja, weil das kriegst du gar nicht verballert. Nee. Das ist wie bei mir. Das glaubt aber keiner. Das reicht. Das ist der Hammer, ne? Hab ausgesorgt. Wenn wir jetzt mal überlegen, mal vereinfacht gesagt, würden ja drei Module von denen wäre grob mal deine Anlage. Ja, ja, ey, das sind drei Module, das ist so wenig, ne?
Also von, auch von der Arbeit her oder Verkabelung, das ist nix. Wirklich, ne? Ne? Klar, ne, wenn du jetzt hier Gaming-PC hast und übelst zocken willst den ganzen Tag, ja, dann hast du 5000 Euro für den PC ausgegeben. Dann kannst du nochmal 180 Euro für E-Panel mehr für den PC. Fertig. Oder Klima. Willst du eine Klimaanlage haben? 1 kW? Ja, zwei solche Module kannst du schön machen. Du kannst alles. Wir können alles machen. Guck mal für meinen kleinen Raum nach rechts, wo du eine Klimaanlage oder ein Stück Gerät. Ach, hab ich doch Uhr. Da habe ich schon zu viel. Bei mir wird es jetzt nicht minus 10 Grad oder so, aber wenn du jetzt vom Warm dort reinkommst, oh, ein Segen, wirklich. Und es kostet nicht. Ne? Du musst halt die Module eben mal anschaffen, das ist klar. Ne? Schön, da haben wir mal mein erstes Fremdanlagen-Video auf dem Kanal. Wobei, wir waren ja damals bei dir, den Solarbaum und so, die treuen Zuschauer kennst du bestimmt noch erinnern, da waren wir ja beim Nico. Ja. Gibt's das noch? Heißt das Solarbaum, oder? Das sind fast 500 Videos, da muss ich erstmal suchen. Nee, das mache ich, lass gut sein. Das finden wir, das verlinke ich euch auch nochmal. Oder spende da immer noch was ein oder so, weil das war auch cool. Das war die Rückfahrt, Alter, wo wir dann auf der Raststätte waren. Wir hatten ja vom Auto die Batterien, Nico, da gelassen. Wir hatten keine Batterien mehr am Auto. Und waren essen oder tanken, standen dann dort und konnten ja nicht anlassen. Musste anschieben, ne? Ja. Und gegenüber die Bullen, weißt du, die haben sich das ganze Spektakel angeguckt, wie wir dort den Rabbit angeschoben haben auf der Raststätte. Die haben schon so kaputt gelacht, die Bullen, weißt du. Die Batterie hatte die aus dem Auto genommen, ja, die ihr mir da gelassen hattet? Eine da. Seid ihr verrückt? Das habe ich damals auch nicht so mitgekriegt. Ne? Ne. Wir sind ohne Batterie hingefahren. Ich fass halt gar nicht. Da musste dann der, ich weiß gar nicht, wer geschoben hat, ich oder der Thorsten musste halt schieben, ist in der drinnen Gang rein und die Karre an und gegenüber noch die Bullen, wissen, die haben so gefeiert, Alter. Die dachten bestimmt, mein Auto ist kaputt, wisst ihr, mit die verrostete Laube. Nee, wir hatten keine Batterie. Wir konnten heimwärts. Wir hatten da eine Stereoanlage drin und wenn der Bass schlag kam, haben sie die Karre ausgegeben, weil die Lichtmaschine hat es nicht geschafft. Ja, kein Batteriepuffer mehr. Nee, das war so geil. Ah, das war richtig cool. Na ja, krabbeln wir mal wieder runter. Ja. So, ja. Ein Hochbeet haben wir noch gefunden, guckt mal. Was kommt hier rein? Naja, heute habe ich mal Spinatsamen drin gesät. Hast schon gesehen? Und Spinat. Kidneybohnen. Ja, und dann kommen hier die ganzen Kollegien drin. Zucchini und Kürbis. Moment, was denn das denn? Das ist eigentlich nur eine Belüftung. Eine Beetbelüftung oder was? Ja, weil hier halt so 80 cm Erdboden sind und drunten Boden und so alte Wurzeln und so verteilt. Ach, das ist hier nochmal. Damit das bisschen Luft kriegt da unten, damit das nicht rummuckert. Ja. So, hast du einfach so Paletten hier und zusammengespackst. Ich habe es also bei mir, ich habe es mit Steinen gemacht, weil ich hatte halt Steine rumliegen. Ja. Konnte ganz einfach mit allem, was du rumliegen hast. Ne? Oh, ein schönes Bäumschäden. Ja. Apfelbaum aus dem Aldi. Aus dem Aldi? Scheißegal. Schön, da können wir in zweiten, weißt du, wie groß das ist? Schön, ne? Ich habe letztens, da hatten wir so eine Birke vor. Wenn ich 4 Jahren oder so, und die Mutter, oh, mach mal die weg und so. Ich hab gesagt, lass es doch. Ne? Das ist keine 10 Meter. Das Ding. Wahnsinn, ne? Geht ruckzuck. Ja. Nico ist wie gesagt noch. Vielleicht, ah ja, ihr habt doch die Botten gemacht. Das soll das hier Weg werden oder was? Oder Beet? Das? Nee, das Beet ist hier nur dort zwischen denen, genau. Hier Weg dann. Da hatte ich bloß den Rest der Mutterboden aufgefüllt, weil da ein Loch drin war. Ja. Ich nicht wusste, wohin damit. Machst du einen Weg hier oder so ein bisschen? Na klar, du musst ja irgendwo langlaufen, ne? Ja, du musst dir denken, den Weg. Ja, da wird sich dann schon ein Trampelpfad bilden. Ja, muss man auch genug langlaufen. Zum Äppel abnehmen. Äppel, ich hätte fast Äpfel gesagt, ne? Eieiei. Also das ist hier für alle, wie nennt man das eigentlich? Hm? Naturliebhaber. Ist das natürlich hier Paradies? Oh, guck mal, du hast so einen Steinhaufen, hab ich auch. Ja. Für die Tierchen, ne? Und alles, oder was auch rumfleucht. Ja, hier, ich hab den Haufen Zauneidechsen. Ah, ja, die mögen sowas, ne? Ja.
Ja, ja. Haben wir auch noch ein paar Brenner schon. Halt. Muss von hinten angreifen, also von der Pflanze wegziehen, dann stechen sich die Dinger nicht. Aber du hast doch Glück, hier haben Nachbarn, ne? Ruhig. Leute, die schon. Gerade im Winter. Das ist hier sehr ruhig. Also so von Anfang November bis Ende April hast du dir ja, eine redliche Ruhe. Ich mach es mal für mich. Schwenken wir jetzt mal so ein bisschen rum. Was schluckt der nicht? Nehmen wir Nico noch mit drauf. Und in 2 Jahren kommen wir wieder. Oder in einem Jahr mit Kamera. Ja, mit Kamera. Mit Kamera. Oder ich erstick jetzt und es gibt keine Videos mehr. Mal gucken. Nee, Spaß. Gut. Feilingsbäumchen, warte mal, wir machen hier. Ich gehe ja wahrscheinlich ein oder so, mal sehen. Nippelhöhe. Ja, da gucken wir dann mal. Ne? Da, Alter, alleine nächstes Jahr, das ist bestimmt schon größer wie ich. Naja, gut. Ich würde sagen, Auftrag erfüllt. In diesem Sinne. Tschüssi.